Wir sind hier auf der Landesstraße zwischen Ortsteil Jesingen und Holzmaden. Wir wurden gerufen zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person und einer verletzten Person. Die Meldung war, PKW brennt. Beim Eintreffen der Feuerwehr bot sich folgendes Bild. PKW frontal auf einen LKW. Der PKW hat in voller Ausdehnung gebrannt. Löschversuche wurden sofort eingeleitet. Leider kam der PKW für die Person jede Hilfe verstehen. Der Personenverkehr konzentrieren uns jetzt noch auf die Bergung der Person. Die Einsatzstelle musste erstmal entsprechend gesichtet und auch gesichert werden. Entsprechend im Rettungsdienst die Absprachen getroffen werden. Die Belastung ist natürlich extrem. Wir haben auch den Notfallnachsorgedienst entsprechend angefordert. Da werden wir nachher doch dann mit dem Notfallnachsorgedienst das Ganze besprechen. An der Einsatzstelle sind 30 Einsatzkräfte von der Feuerwehr Kirchheim, Stadtmitte und Abteilung Jesingen sowie 7 Fahrzeuge. Bei der Erstalarmierung des Rettungsdienstes wurden primär 2 Notärzte, 2 Rettungswagen und ich als Einsatzleiter alarmiert. Die eine Person war bereits verstorben und wir mussten uns dann lediglich um den Lkw-Fahrer kümmern. Wir bleiben jetzt noch mit einem Rettungswagen hier vor Ort während der Bergung des Verstorbenen und werden dann den Einsatz auch abbrechen. Ja, Verkehrsunfälle sind in der Tagesordnung vollkommen klar. Wenn dann Personen dort zu Tode kommen, ist das auch für die Einsatzkräfte immer eine belastende Situation. Wir werden auch nach dem Einsatz eine kleine Einsatznachbesprechung durchführen und dann wieder zur Tagesordnung übergehen. Wir sind hier auf der L1200 zwischen Kirchheim-Teck-Jesingen und Holzmaden. Gegen 6.15 Uhr wurden die Rettungskräfte sowie die Polizei informiert zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW kollidierte frontal mit einem LKW. Die Verkehrspolizei ist hier vor Ort, das sind Experten, die haben die Unfallermittlungen jetzt übernommen. Zur Unfallursache können wir im Augenblick noch nichts mitteilen.